Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forchies80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und ich war bei unserem Mediamarkt und konnte da meine Online-Bestellung abholen, nämlich das Steelbook zu dem neuen Film von Brad Pitt, und zwar Bullet Train. Ein Film aus dem Jahre 2022, der erst im Kino lief. Da habe ich im Kino angeguckt, dachte ich mir, okay, das langt. Wenn ich mir zu Hause angucke und die Kritiken sind dann doch ganz gut gewesen von diesem Film. Aber ihr wisst ja, ich mache immer gerne meine eigene Meinung dazu und bin schon sehr gespannt auf diesen Film. Denke mal auch, der wird auch demnächst bald gesichtet werden. Und ja, ich habe noch Glück gehabt, das Steelbook kostete beim Mediamarkt 29,99 im Online-Shop. Und jetzt mit der 19% Aktion habe ich gerade mal für dieses Steelbook gerade mal knapp 24 Euro gezahlt. Also hier perfekt gemacht. Denn ich habe meine Online-Bestellung stornieren lassen und dann eben das direkt über Mediamarkt direkt selbst gekauft. Einfach mal nachfragen, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben und geht auf Blu-ray und auf 4K 127 Minuten. Wahnsinn! Und ja, hier eben das Steelbook schaut aus wie ein Pop-Art-Artwork. Wurde ich ganz normalfalls, aber ich muss sagen, schaut dann doch ganz gut aus. Also ich bin gespannt und würde mal sagen, wir machen mal die Folie gleich mal runter und mal gucken, was uns da Schönes bei diesem Steelbook erwartet. Ich denke mal jetzt auch nicht sehr viel, ohne viel Tamtam. Alter, schon wieder, warum ist jetzt immer wieder der FSK 16 Aufkleber auf dem Steelbook drauf gepickt und nicht auf der Folie. Moment mal. Wusa! Ich hasse es. Schönes Nüsschen. Gut, alles weg. Nett. Weg mit dir. So, okay. Los geht's. Und wir gehen jetzt direkt in die Ego-Perspektive und bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Steelbook zu Bullet Train mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Und den letzten Film, glaube ich, hier Once Upon a Time in Hollywood mit ihm, wo ich gesehen habe. Und hier mal wieder ein neuer Actionfilm mit ihm zusammen, wo eigentlich nur im Zug spielt. Also ich bin wirklich gespannt, wie mir dieser Film gefällt. Und jetzt gucken wir uns mal das Steelbook mal an. Wir haben eben hier eben den FSK 16 Aufkleber hier entfernen können, der eben hier drauf gedruckt war. Aber mit dieser Methode ist eigentlich so gut was alles weggegangen, Gott sei Dank. Aber wir haben ein weiteres Problem, nämlich, wie immer, haben wir hier mal wieder auch nochmal dann ein Aufkleber von der Banderole, aber auch die ging wirklich dann doch ganz gut ab. Erstmal hier 4K Ultra HD und Blu-ray hier enthalten, eben hier Bullet Train. Und hier an die Rückseite haben wir hier erstmal die Inhaltsangabe zu dem Film. Brad Pitt spielt in Bullet Train die Hauptrolle als Ladybug. Der von Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem er in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt, die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt, und Ladybug muss einen Weg finden, wie er ihn verlassen kann. Unter der Regie von David Lace, Deadpool 2, ist die Endstation erst der Anfang in diesem wilden, atemlosen Nonstop-Fahrt durch das moderne Japan. Ja, klingt schon mal sehr interessant, da haben wir hier noch über eine Stunde Extras inklusive Outtakes und Pannen, ja, das liebe ich mal extrem, und hier noch den kompletten Inhalt von den Bonus-Tracks, also von Bonus-Sachen, auch hier extrem viel dabei. Und hier in diesem blauen Bereich haben wir eben hier die ganzen technischen Daten, ist ein bisschen schwer zu lesen. Und hier erstmal, dann haben wir hier Dolby auf Englisch und Deutsch haben wir hier 5.1
und auf Blu-ray ebenfalls Deutsch 5.1. Und ja, so viel schon mal dazu, aber ist ein bisschen schwer zu lesen. Hier und noch der Laufzeit, 127 Minuten. Und so viel schon mal zu der Banderole. Und jetzt gucken wir uns noch ganz kurz das Steelbook an. Und ja, ist halt normal ein Pop-Art-Steelbook. Jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber wenn man es im richtigen Licht hält, hat man das Gefühl, dass eben hier die Messer und auch das Katana hier schön in einen Glanzeffekt daherkommen. Ist aber nicht der Fall, aber das hätte das Steelbook wirklich wesentlich aufgewertet. Das ist ein mattes Steelbook hier, aber eben genau das wäre es gewesen, wenn eben jetzt hier die Waffen eben hier komplett in einem Glanzeffekt hier gekommen wären. Auch hier Bullet Train, der Schriftzug, wäre ebenfalls sehr cool gekommen, mit einem Glanzeffekt oder auch mit einer Prägung zu versehen, so wie auch hier Brad Pitt an sich. Also auch hier hätte man auf jeden Fall viel herausholen können aus diesem Steelbook, aber ansonsten haben wir hier eben ein recht blasses Steelbook auch hier. Die Farben sind jetzt nicht ganz so kräftig, aber es ist immer auch so gewollt. Aber es ist auf jeden Fall komplett kein Reinfall. Es gibt auf jeden Fall schlimmere Pop-Art-Steelbooks, muss man klipp und klar sagen. Auch hier fällt uns auf, wir haben hier auch keine weiteren Labels drauf, wie zum Beispiel Blu-ray Disc und 4K. Also das ist auch hier schon mal sehr löblich. Und dann haben wir hier dann den Spy. Bullet Train haben wir eben hier das Columbia Pictures Logo. Und auf der Rückseite haben wir hier nochmal dann ein Schild auf Japanisch, Quiet Car, mit einem Messer, wo auch hier schon hier drin steht. Auch das wäre so cool gekommen mit Prägung und Glanzeffekt. Ihr wisst, was ich immer meine. Aber ansonsten ist auch das vollkommen noch in Ordnung. Wir schlagen jetzt hier mal komplett auf. Und so schaut das ganze Steelbook mal von außen aus. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Und innen drin schaut das hier so aus. Einmal hier eben dann mit der 4K Ultra D-Disc und hier eben einem asiatischen Stofftier. Schaut so aus. Würde ich es mal behaupten. Und einmal hier eben Brad Pitt auf Blu-ray Disc. Das kann ich alt machen, oder kann das sein? Und dann habe ich hier nochmal eben dann das Hintergrundmotiv. Hier auch nochmal das Katana-Schwert. Ja, da hätte man auf jeden Fall was anderes machen können. Schaut jetzt nicht ganz so prickelnd aus, aber ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Jo, das war wieder das Steelbook zu Bullet Train in der 4K Ultra D Steelbook-Version. Und was sagt ihr zu diesem Film? Können wir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und jetzt geht es mal ganz fix zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war das Steelbook zu Bullet Train mit Brad Pitt in der 4K Steelbook-Version. Was habt ihr denn zu diesem Film zu sagen? Können wir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ein Kauflink zu diesem Steelbook findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich finde es eigentlich auch ganz schön geworden. Gut, man hätte auf jeden Fall trotzdem hier einiges verbessern können, das ja. Aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Schlimmeres und auch hässliche Steelbooks. Ja, ich bin auf den Film schon sehr, sehr gespannt. Ihr auch? Vielleicht wird er auch noch bald demnächst angeguckt bei mir. Und bis dahin sehen wir uns bald wieder. Bis dann, tschüss mit euch und tschüss.